Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Hallo, kann ich mich bewegen? Achso, ich war im Face drin. Let's Play Dragon's Profit, meine lieben Freunde. Wir spielen wieder die gute Narymer, die schnieke Schnecke. Und wir haben da oben ein Quest-Item, sehe ich gerade. Der MC Dragon ist übrigens hier im TS mit. Hallo, MC Dragon. Grüße. Der spielt mich gleich auf meinem League of Legends Account ein bisschen, weil ich da gerade eh nicht mehr spiele und da kann er ruhig mal spielen und ja, deswegen ist er da. Siegelbrecher Schuppenpulver bindet sich beim Aufnehmen allgemeine Items. Eine veredelbare Mischung aus dem Pulver von Schuppen verschiedener seltener Drachen. Es vermag die möglichen Arten von Siegeln zu öffnen. Ich habe kein Wort verstanden, aber es wird sicher gut sein. So, was haben wir denn noch für Queste offen? Goblins. Infiltrieren zusammen mit Melchis Alprolo die Gesetzlosenflucht. Wir müssen 5 gesetzlosen Hunde killen. Das ist, glaube ich, das Simpelste, was wir gerade machen können. Dann legen wir mal los hier mit der Narymer. Ach, siehst du, wir haben die Null-Problem-Umbedingungen ja die ganze Zeit schon erfüllt heute. Auch vorhin in der Aufnahme schon. So wie es derselbe Tag heute. Ich muss mal gucken, wo ich die ablösen kann. Drachen-Insignienmarkt, Charakter, Drachengehege. Drachen-Kompendium ist, glaube ich, neu. Das gab es vorher nicht. Skills, Meisterschaften haben wir schon gemacht. Ausrüstungsverbesserung mit Z. Die Ausrüstung zum Verbessern in diesen Slot legen. Ich würde einfach mal... was ist mir denn gerade teuer? Der Mantel von Narymer gefällt mir eigentlich ziemlich gut, deswegen lege ich den mal hier rein. Klicke einen dieser 3 Buttons, um Golddrachen in Siegen oder Diamanten zu verbessern zu verwenden. Platziere einen... Okay. Wir klicken auf Gold. Ach, das hat man ja schon mal gemacht, genau. Da hat der Wolke damals damit gespielt, haben wir das gemacht. Magische Abwehr können wir erhöhen, Energiewert können wir erhöhen und die Haltbarkeit können wir noch erhöhen. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes eigentlich. Packen wir mal wieder zurück und dann gucken wir mal, ob wir das Schwert eventuell aufbessern können. Physischen Schaden verbessern, genau, das sieht nämlich schon besser aus. Machen wir 7-mal. Kostet mich natürlich ein bisschen Gold jetzt hier alles, aber es ist ja kein Ding. Erfolgschance von 20%, dass wir das jetzt noch erweitert kriegen. Na gut, dann gehen wir mal hier auf Verbessern und machen mal... Erhöhen mal die Haltbarkeit der Waffe. Wir wollen, dass die Waffe nicht kaputt geht. Obwohl sie momentan nicht... Ich hoffe, dass wir noch ein Goldschwert finden oder sowas. So. Ich wollte aber immer noch gucken, wo ich meine Targets... User joined your channel. User was moved out of your channel. Was ein Spaß, ey. User joined your channel. Open, ich nehme gerade auf. User joined your channel was kicked from the server. Alter, da war ein Scheiß. Raff das nicht. Lass mal runtergehen. User joined your channel. User left your channel. You were moved. Das User joined your channel. Open, würdest du dich bitte zusammenreißen? Ich nehme gerade auf. Ja. Warum? Weil ich aufnehme und das absolut assi gerade war. Ah, Achievements. So, tötet Morapu den in der Torango-Mine. Das haben wir geschafft. Dafür können wir... Was? Bitte klickt auf die Belohnung. 500 Gold können wir dafür kriegen. Das ist ja sehr geil. Ach, wenn wir das nochmal machen, dann kriegt man 1000... Ah, super geil. Okay. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder? Ja, genau. Das ist weg jetzt, oder? Bin verwirrt. User disconnected from your channel. Archivment abgeschlossen. Kuretia, wir werden gerade angegriffen nebenbei. Erforschung, Zeitlimit jeden Tag. Jetzt du dumme Töle. Ich gucke mal meine Achievements durch. Ich höre auf, mich zu attackieren, während ich das tue. So, wir wollen jetzt versuchen, wie die, wo kam ich denn auf den Achievements drauf gerade?
Mit O kommt man auf die Achievements. Okay, also das ergibt ja Sinn. Achievements heißt das ja. Okay, hier haben wir die Belohnung, die Questbelohnung. Dann haben wir hier die, das ist jeden Tag, jede Woche haben wir hier noch. Macht der Gewohnheit, können wir uns auch noch zweimal abholen. Das ist doch geil. Jeden Monat, Stadtprozedere, können wir uns auch einmal abholen. Ah ne, Standardprozedur. Lesen müsste man können. Na, schauen wir mal. Und jetzt haben wir alle Achievements gemacht. Das ist ja super. Dann können wir uns jetzt um die Queste wieder kümmern hier. Greift jetzt noch so ein Gangster hier an. Boah, jetzt hat er noch einen Schurke. Hallo! Frauen attackiert man nicht, du dummer Spaten! Eigentlich war das ja ziemlich beleidigt. Man beleidigt ja keine Gartengeräte. Die können ja auch nichts dafür. Felsenkäfer! Ah ne, Felsenkletterkäfer! Bist du stolz drauf, dass du Felsen klettern kannst? Es gibt ja auch einen neuen Drachen, habe ich gemerkt. Oder es wird wahrscheinlich so 10 oder 20 neue Drachen geben. Rucksack ist voll. Wir müssen die Käfercollage noch irgendwo abgeben. Ah, da ist ein gesetzter Hund. Wir waren ja eine Ewigkeit nicht mehr online jetzt, nachdem der Wolke keine Zeit mehr hatte. Und wir auch ein bisschen... Also ich war auch nicht online und ihr konntet deswegen nicht gucken. So. Immer alles auf die Zuschauer abwälzen hier. Typisch. Irgendwelche gelben Punkte sind hier noch? Muss ich irgendwelche Kräuter sammeln oder sowas? User joined your channel. Hä, was ist denn das? It's Dennis. Nein, ich muss hier gerade... Soll ich Wildblut? Hässliche Schurken, ey. Ich muss hier gerade irgendwelche Wildblumen aufsammeln, kommen aber nicht ran. Aber mein Rucksack schon wieder voll. Es ist so schlimm in dem Spiel. Dein Rucksack ist voll, dein Rucksack ist voll, dein Rucksack ist voll. Was? So, schauen wir mal, ob man hier eventuell... Guck mal, ich guck mal auf der anderen Blume, ob da was auch da ankommt. Ach, das ist, geht um die Braten hier. Ach so. Na dann wollen wir gleich mal. Boah, hallo. Stirb doch einfach. Hab ich einen Tränke, die hab ich auf R gepackt. Wird gerade leicht eng hier. So. Haben wir noch einen Standardheiltrank bekommen. Kleines Bündel Kräuter brauchen wir nicht. Und einen zerbrochenen Edelstein können wir auch nicht aufsammeln. So. Habe ich jetzt das Hundefutter aufgehoben oder was war das Problem jetzt? Rucksack ist so. Haben wir eine Quest erfüllt? Nee, nicht wirklich. Ja. Stelle eine Falle mit gebratenem Huhn. 5-mal. Oh, muss das sein? Dass wir mit die ganzen Viecher besiegt, müssen wir es aber nochmal machen, weil wir die Hühner nicht dazu benutzt haben. Sehr schlau. Ich habe wieder mein ganzes Können bewiesen. Ich will endlich ein anderes Schwert. Ey, das sieht so hässlich aus. Oh, es wird aber ganz gut Damage macht, aber... Ich kann ja nicht in Edelgewand rumlaufen und dann so einen halben Schinken da hinten drauf haben. Das sieht scheiße aus. Ah, und ich darf mich nicht ständig attackieren lassen. So, okay. Deckt den Betrug auf, habe ich auch noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Infiltriert zusammen mit Mages Apollo die gesetzlosen Zuflucht. Ist Mages Apollo hier schon irgendwie drin oder habe ich da was verpasst? Apollo? Verdammt, das ist eine Falle. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Die 5000 Leute hier sprechen nur für sich.
oh mein Gott, ich sterbe! Ich bin ja. Abbruch. Ja, da sind wir jetzt gestorben. Ich hab jetzt irgendwie... ja, das ist... Ich muss mir merken, dass ich nicht mehr mit Wolke zusammen spiele, dass ich nicht so viel Damage mache. Okay. Ich versuche mal die 5 Fallen zu stellen jetzt. Steinflügeldrache. Na, den haben wir ja eh schon... Den haben wir noch gar nicht, die Steinflügeldrache, gell? Hol ich mal, aber auch nicht. So irgendwie hier vorbeizukommen. Ohne attackiert zu werden, ja, hat super geklappt. Wie zur Hölle soll man dann bitte zu den Drachen durchkommen, wenn 5 Milliarden Gegner hier stehen? Das ergibt keinen Sinn. Dann haben wir den Schurken erstmal down und dann noch. Oh, oh ja, so. So. Alter, der Typ will mich da echt rollen hier. Hässlicher Gnom. Der scheiß Eispfeil. Aber wir haben keine Kondition mehr für weiter. Ja, komm her, los. Was auch immer du mir gerade geschrieben hast, lieber Florian, ich kann... Nee, es hat sich erledigt. Ach so, hast gelesen. Ja. Kreativ, ne? Oder wie meinst du? Was? Kreativ, oder? Ja, auf jeden Fall. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Da habe ich all meinen Können reingesteckt. Ja. Glaubst du mir? Hast dir 5 Jahre lang Kopf drüber gemacht. Glaubst du mir sogar irgendwie, oder? Irgendwie ja. Aber irgendwie komm... Ach, jetzt komme ich rein, kurz. Komm rein, Frank. Zuschauer denken, das ist, glaube ich, gerade so... Alter, ich will diesen hässlichen Truthahn aufheben und nicht den beschissenen Wolf. 53 MP. Geil. User Platz left your channel. Ja, ich muss kurz einen rauchen. Ja. Wir müssen den Spaß hier irgendwie... Forscher Metallhandschuh. Ach, das ist für uns? Wir haben was für die Schultern. Oh mein Gott. Wir haben etwas für die Schultern gefunden. Ich glaub's ja nicht. So ewig suchte ich danach. Und nun ist es mir vergönnt. So, kann ich jetzt den Braten irgendwie? Ich raff das mit dem Braten nicht. Ist die Quest jetzt doch schon fertig, oder wie? Habt ihr die Wachsversiegelte Notiz im Magen des letzten Hundes gefunden? Lasst mich sehen. Ich habe keinen Platz im Rucksack, ich glaub's echt nicht. Irgendwann dreh ich ja mal durch und... zerreiße meinen Rucksack in der Luft oder sowas. Kann mir mal das Vieh da hinten wegnehmen, bitte? Immer noch nicht. Ich fühle mich von diesem Spiel echt verarscht. Na endlich. In der Notiz steht, dass sich alle 2 Wochen ein in schwarz gekleideter Gesetzlosenkurier mit ihren Anführer in Rebellenhafen trifft. Wenn ihr an den Brief gelangen, sollten wir der Wahrheit einen Schritt näher sein. Bitte fangt den Gesetzlosenkurier ab und durchsucht ihn nach dem Dokument. Natürlich. Naja, Angst ist mein größter Feind, ich weiß schon. So, jetzt gucken wir auf der Map ganz kurz. Wir haben hier eine ganze Menge Quests. Ich weiß immer noch nicht, was der einsame Reisende und der Kunde mittleren Alters machen soll. Wir gucken mal kurz auf die Map. Nicht auf die Map, in den Journal rein.
Goblin-Maschinerie, Himmelshafen, Notversammlung, Köterbeseitigung, Auch wenn ich sehe, die Taste Evolutionsbildschirm öffnen, befindet sich links von Drache freilassen in der Drachenkammer. Moment. Reiten, Drachen vergleichen, Drachen freilassen. Links davon. Eine Kammer. Also es führt wahrscheinlich was anderes. Okay. Aber weißt du was, dann machen wir das erstmal. Wir gehen das mal ganz kurz zurück. So. Es kann übrigens passieren, dass mir eventuell die Aufnahme abschmiert mittendrin. Seitdem verziehen. Ich werde es hoffentlich mitbekommen. Dann ist meine Festplatte voll. Ich habe mir momentan noch über 1 TB Festnahmenplatte Aufnahme zu rendern. Komme ich halt irgendwie runter. Ich würde gern ungern aus 300 Meter Höhe fallen. Das ist uncool. Herr Gehegeverwalter, ich würde gerne mal in mein Drachennest. Und da ist den Evolutionsbildschirm öffnen. So, wie war die Quest jetzt? So, dann begeben wir uns mal an die Elohelder Bronze. Drachenevolution. Ach, wenn ich euch sehe, werde ich die Vergangenheit, ich vermisse diese Tage, das haben wir alle schon durchgelesen. Die Taste Evolutionsbildschirm öffnen. Kurzer Überblick. Trank. Ja, ja. Darf ich deine Runenseite ein wenig überarbeiten? Wie heißen denn die Runenseiten? Also zum Beispiel AD und AP. Die kannst du gerne überarbeiten. Oder AD Speed. Ach, überarbeite das einfach alles. Ich tue dann zum Session Beginn sowieso alles wieder umändern. Kommen eigentlich neue Runen dazu, ne, oder? Nee, glaube ich nicht. Was haltet ihr von der Drachenevolution? Euer Drache wurde stärker und zuverlässiger, richtig? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab dir noch nicht mal evolutioniert, du Dauerspaß. Alter, wie viele Runen hast du, ey? Seht ihr, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Reist weiter mit eurem weiterentwickelten Drachen. Ich habe meinen Drachen nicht weiterentwickelt. Was ist bei dir? Da kann ich ja wirklich draufklicken. Gildenname Fairy Tale. Anführer Dakar. Gildenlevel 100. Gildenpunkte. Alter, ist das eine Riesengruppe. Wir erwarten Teamgeist, Wille und Stärke, Motivation. Teamspeak 3 sollte vorhanden sein. Level 40 oder höher. Ausnahmen gibt es allgemeines Interesse an Game. Community sollten wir wichtig sein. Hilfe ist immer da. Oh, 3. Jetzt habe ich mich auch so beworben bei denen, das wollte ich gar nicht. Hoffe ich, nehme mich jetzt nicht an. Ich kann das gar nicht alles erfüllen, was sie gerade gesagt haben. Was haben wir denn hier? Ein Drache, der eine Evolution hinter sich hat, bekommt ein Sternchen auf seinen Icon verpasst. Je mehr Sterne er hat, desto mehr Stufen kann er erreichen. Klickt im Gehege auf den Drachen mit Evolution und öffnet das. Alter, das ist für diesen Text. Nee, machen wir nicht. So. Ich bin mal so freundlich und antworte den Typen, der da mit uns schreibt. Nee, Flüstern ist rosa. Flüstern, genau. Flüstern zu Dakas. Hi, sorry für die Bewerbung. Ich let's play gerade und hab mich verklickt.